Hallo und willkommen zu diesem Tutorial. Mein Name ist Irina Frank und heute zeige ich euch, wozu man die Farbfelder braucht und wie man sie am besten einsetzt. Wenn ich Bildlooks entwickle, benutze ich entweder die Erweiterung Adobe Color Sim oder die Webseite Adobe Color. Ich analysiere das Bild, überlege, welche Farbharmonien zu diesem Bild am besten passen würden und füge dann das Ergebnis zu den Farbfeldern hinzu. Ich zeige, wie das funktioniert. Als erstes öffne ich das Adobe Color Sim. Übrigens, das Panel findet ihr unter Fenster, Erweiterungen, Adobe Color Sim. Wähle eine Farbe im Bild aus, zum Beispiel diese, füge zu meinem Farbschema und jetzt möchte ich diese 5 Farben speichern. Und dafür klicke ich auf das Symbol zu Farbfeldern hinzufügen. Das Farbfelderfenster findet ihr unter Fenster, Farbfelder. Ich verschiebe das Fenster hier hin, damit wir alles besser sehen können. Und hier unten seht ihr diese 5 Farben, was wir gerade gespeichert haben. Mit Farbfeldern kann man auf verschiedene Art und Weise arbeiten. Die erste Möglichkeit, die wohl jeder kennt, ist einfach die Farbe zu übernehmen. Wenn ich auf eine Farbe draufgehe, meine Maus verwandelt sich in eine Pipette und wenn ich draufklicke, ich klicke zum Beispiel auf diese Farbe, die Farbe wird als Vordergrundfarbe übernommen. Jetzt kann ich mit dieser Farbe malen. Ich erstelle zum Beispiel eine neue leere Ebene im Modus Farbe, nehme einen Pinsel und jetzt kann ich zum Beispiel den Oberteil umfärben, indem ich drauf male. Ich zeige euch vorher und nachher an, damit ihr seht, dass die Methode richtig gut funktioniert. Aber diese Methode werde ich für kleine Objekte benutzen, die man umfärben möchte und nicht für so große. Für die größeren Objekte, die ich umfärben möchte, werde ich eine andere Methode, ähnliche Methode benutzen, allerdings mit einer Maske. Vorher und nachher. Wie ihr seht, die Methode funktioniert gut. Jetzt die zweite Möglichkeit. Wenn ich zum Beispiel eine Erstellungsebene Farbfläche brauche, dann kann ich die ausgewählte Farbe einfach auf das Bild ziehen und es wird automatisch eine Einstellungsebene Farbfläche erstellt. Zum Beispiel, ich möchte diese Farbe auf das Bild ziehen. Ich nehme die Farbe, ziehe auf das Bild, lasse los und es wird eine Farbfläche erstellt. Und ihr könnt dann mit dieser Ebene wie gewohnt weiterarbeiten. Übrigens, die Methode, über die ich vorher gesprochen habe, kann ich euch gleich zeigen. Ich halte die Steuerung oder Option-Taste gedrückt und klicke auf unsere Ebene, wo wir den Oberteil übermalt haben. Daraus entsteht eine sehr gute Maske. Nun aktiviere ich unsere Farbfläche-Ebene, aktiviere die Maske, indem ich draufklicke und drücke die Entferne-Taste, um die Auswahl zu übernehmen. So, jetzt invertiere ich die Maske, STRG Command-I und ändere den Modus. Ich wähle den Modus Farbe aus. Und so haben wir auch mega schnell die Jacke umgefärbt. Ich empfehle diese Methode, die funktioniert prima. Es ist wirklich besser, als drüber zu malen. Man muss zwar trotzdem eine Maske erstellen, aber dann habt ihr viel mehr Möglichkeiten. Ihr könnt mega schnell andere Farben auswählen und anprobieren. Zum Beispiel diese Farbe. Ich klicke auf OK. Übrigens, wenn ich eine aktive Einstellungsebene Farbfläche habe, so wie wir hier gerade, und möchte nur diese Farbe ändern, klicke ich auf eine andere Farbe. Hier
im Farbfeldfenster. Zum Beispiel diese Farbe wähle ich aus, ich klicke drauf und voilà, die wird übernommen. Das ist auch mega bequem und macht die Retusche schneller. Wenn ihr mit Formen oder Vektorgrafiken arbeitet, dann könnt ihr hier auch das Prinzip Drag und Drop verwenden. Zum Beispiel, ich möchte diese Grafik umfärben. Ich suche erstmal die Ebenen, wo diese Grafik abgebildet ist. Also diese Ebene, das ist ein Smart-Objekt. Ich klicke doppelt drauf, damit wir mit dieser Ebene vernünftig arbeiten können. Wähle eine andere Farbe aus Farbfelder und ziehe auf unser Objekt. Rückzug haben wir umgefärbt. Ich schließe die Datei, speichere und die Farbe wird hier übernommen. Auch wenn ich mit ausgeschnittenen Objekten arbeite, so wie hier, ziehe ich die gewünschte Farbe auf die Ebene, zum Beispiel ich werde die grüne Farbe ändern, ja? Dann ziehe ich die gewünschte Farbe, aber diesmal nicht auf das Bild, sondern auf die Ebene. Es wird eine Farbfläche-Ebene als Schnittmaske zu der Ebene mit dem Objekt erstellt. Und hier kann ich zum Beispiel die Farbe noch ein bisschen anpassen. Ich klicke doppelt auf die Farbfläche-Ebene und wähle passende Farbe aus. Dasselbe können wir mit dem Text machen. Ich ziehe eine Farbe auf die Textebene und die Farbe wird übernommen. Übrigens, wenn ihr die Webseite Adobe Color nutzt, dann werden die Farben in den Bibliotheken gespeichert. Hier gibt es einen Button Speichern. Wenn ihr auf das Button drückt, werden die Farben gespeichert. Und wenn ich die Bibliothek öffne, hier könnt ihr nicht mehr mit Drag-and-Drop-Funktion arbeiten. Aber wenn man eine Ebene aktiviert, zum Beispiel eine Textebene, und auf die gewünschte Farbe klickt, dann wird die Farbe übernommen. Das waren kleine, aber feine Tipps, die eure Arbeit in Photoshop ein bisschen beschleunigen können. Das war's für heute. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.